willkommen zu Port 6. So. Ich hab das letzte Mal einen Kürbelbean geholt. Ja, jetzt kann er müssen. Ja, ist ein bisschen laut. So. Oh! Ich dachte, ich krieg's ab. Ich wollte schon wegrennen. So, es ist jetzt schon ein paar Tage wieder her, dass ich es gespielt habe. Aber ich weiß, dass ich schon einen Kürbelbean geholt hatte. Ich könnte jetzt den Fahrstuhl dann nehmen. Oh mein Gott. Ich habe auch wieder Batterien. Hey. Ich muss meine Maus nicht ausstecken. Noch besser ist das. Glaube ich. Naja. So einigermaßen. Sollte ich den Fahrstuhl nehmen oder erstmal so weiterlaufen? Bin mir unsicher. Aber schon, dass wir so weiter runterlaufen wollen. Ich habe noch kein Metroid gefunden und es sind 10 Stück. Okay. Hier oben ist einfach eine Erweiterung, die ich für Lau krieg. Dann nehmen wir die doch gleich schon mit. ...87 Raketen. Ich glaube, da mittendrin sind Abzweigungen gewesen. Oder? Hier kann man reinrollen, okay. Das kann ich so wegschießen. Bombe. Nein. Ich kann ja mal einscannen. Na, aber ich brauch da die Powerbombe. Okay. Bedeutet, ich kann da nicht rein. Da fällt bestimmt runter, oder? Ja. Es war so klar. Meine Aeon-Anzeige ist halt nicht so gut gefüllt, wie ich es gern hätte. Denn sie ist nie voll. Ich brauche einen stärkeren Beam. Das dauert mir zu lange irgendwie. Ah, ein Teleporter. Kurz die Karte vervollständigen. Warum ziehe ich überhaupt frei? Ja, das bist du von mir. Na, oh, immer diese Powerbomben. Ich hab doch keine. Halt. Da brauche ich einen Kürbelbeam. Von oben, oder? Geht hoch. Okay. Ah, hier ist ein Metroid in der Nähe. Sehr schön. Muss ich jetzt da wirklich lang schwingen? Okay. Ach komm her, ich komm nicht weg. Mit Konter bin ich ja relativ erfolgreich. Die können da oben fliegen, okay. Gut zu wissen. Ah, mein Sensor schlägt aus. Wow, großer. Nein! Nein! Was mache ich denn hier? Reinscheißen. Ich will nicht haben den Konter, ne? Na, das ist gar nicht gut.
Oh, ich habe absolut keine Reflexe gerade. Ja. Das war überhaupt nicht gut. Es war so schlecht, es ist unglaublich. Okay, neuer Versuch. Wenn er da lang klettert, also wenn er runterkommt, kann ich da rein. Habe ich komplett ignoriert. Ich würde ja gern kontern, aber... Okay. Raketen! Ach, der macht die Explosion. Ich dachte, der macht den Strahl. Ich würde gerne mit Raketen besser treffen. Jetzt macht er den. Er hat schon mal Glück. Wo läuft der hin? Einfach wegrennen. Okay. Also ich muss ihn wohl verfolgen. Ich kann ja wohl nur hoch. Ah, okay, hier ist die nächste Arena. Warum muss ich das ins Wasser springen unbedingt? Dieses Wasser da ist überhaupt nicht gut. Oh, das schau ich, welche konnte überhaupt. Ich müsste viel mit Raketen arbeiten eigentlich. Wenn das schon wieder weg. Komm schon. Das kann doch nicht so ernst sein. Schade. Es geht dann nicht irgendwo runter, was wirklich schade ist. Bombe. Ich muss wieder runter, oder? Warum? Tut der Metroid mir das an? Wow! Na. Könntest einfach sterben. Komm schon, der ist fast tot. Oh, der ist tot. Wunderbar. Leider habe ich mich überhaupt nicht gut angestellt. Ach, das war so schlecht. Ich weiß gar nicht, ob eigentlich der Boost Beam, ob der was bringt. Das sollte ich mal ausprobieren. Beim nächsten Mal. Wenn ja, oh, hätte ich schon aufhören können, könnte ich enorm viel Schaden machen. Ja. Ja. Okay, hier geht's hoch. Ich hab das Gefühl, hier könnte noch einer lauern. Oder hätte ja hergehen können. Das kennt es mal ein. Ah.
paar Raketen. Spar mir die Gesundheit. Komm her. Na, oh, diese Schnecke. Okay, weg ist er. Lass es schraden. V-Boppen. Hätte ich gesagt. Aber okay, es ist die Squirrel Tech. Die hab ich auch nicht. Mann, fall ich schon mal drunter. Uah. Keine Gesundheit. Schade. Geht's denn weiter runter? Sieht so aus, aber. Nö. Okay, ich könnte mich wegporten. Wow. Der kann so weit springen. Kaum unerwartet. Ich hätte gedacht, der kann nicht so weit springen, aber. Ich habe ihn trotzdem weggehauen. Die Raketen sind voll. Jetzt krieg ich ja fast nur Gesundheit eigentlich. Sollte man meinen zumindest. Ich werde den Fahrstuhl nehmen müssen. Oh, es gibt so viel Gesundheit für mich. Ach halt. Speichertaste. Das gibt mir so viel Gesundheit. Okay, den nochmal kontern. Und alles voll. Sowohl Gesundheit als auch Raketen. Da gehen wir runter. Ich habe schon unfassbar lange gebraucht, nur für ein Metroid. Und es sind noch ganze 9. Bam. Nichts hält mich hier auf. Okay, das ist gut. Lass wieder nochmal einen Beam auswählen. Es war sogar der richtige Weg. Ach, ich springe natürlich runter. Sieht verdächtig aus. Aber es ist nichts. Ich schlafe erstmal da runter. Ah, viel zu früh. Oh mein Gott, habe ich wieder viel Schaden schon bekommen. Okay. Hier fällt schon alles auseinander. Ich werde einfach kontern an dem Punkt. Oh. Boah, das war so knapp. Das war fast zu spät. Hier fällt alles auseinander, das gefällt mir gar nicht. Ah. Bist du besser time. Schau, dass ich einfach einen Lift zuschlagen kann. Ich habe noch nie diesen verstärkten Schlag gemacht, ne? War das erste Mal. Und es war gut. Ernsthaft?
Hier geht's jetzt nicht weiter. Ist das euer Ernst? Was zur Hölle? Warum? Ach komm schon. Sind die wieder da? Viel zu spät. Also hier runter zu gehen hat mir gar nichts gebracht. Ne, das auch nichts. Dies war eine absolute Zeitverschwendung. Hey, ich habe ihn erwischt. Ich komme bestimmt irgendwann von der anderen Seite, oder? Ja. Nein, ich dachte, es war zu spät. Zu früh, was auch immer. Hier geht's weiter. Ich springe einfach runter. Diese Abkürzung hat sich gelohnt. Oh, hier ist ein Metroid in der Nähe. Weg mit dir. Ich will bloß den Metroid haben. Und jetzt sieht er wegrennt. Und es ist ein großer wahrscheinlich. Okay, schwingen wir uns mal hier rüber. Ich dachte, das Ding kommt da hochgelaufen. Bäm, weg ist er. Ja, da tut mir nichts. Ein Speicherpunkt, äußerst praktisch. Und ich wünschte, ich würde schneller vorankommen. Ich habe irgendwie nichts gemacht und es sind schon 17 Minuten um. Okay. Na, ja, kannst zurück. Komm wieder her. Jetzt mach ich ihn fertig. Oder mach dich fertig. Nein, ich hab diese eine Kugel nie getroffen. Ah. Okay, wenn ich es richtig abtime, kann ich über den drüber springen. Wow. Jetzt kommt er nochmal runter. Oh, der ist weg. Okay, ich habe mich deutlich besser angestellt als beim ersten. Aber es ging noch weiter runter, oder? Und schwingen wir uns hier wieder in die Action. Erstmal ein Grund zu speichern. Oh mein Gott, ich habe das 2 Metroids fertig gemacht und es sind 19 Minuten um. Oh, ich will schon irgendwie schneller vorankommen. Absolut gar nicht gut. Halt. So. Ich glaube, jetzt soll ich eigentlich schon einen Punkt zum nächsten schwingen, aber. Na, ich war zu schnell. Halt, der könnte runterschießen. Oder so. Geh weg. Ich baue eine Powerbombe da drüben.
Ränderschilder weg! Hier geblieben! Irgendein Feigling. Krieg ich bald Powerbomben? Nee, ja, wäre ein bisschen früh. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay. Halt. Es wäre echt nervig, sich da hin und her zu ziehen, aber... Man kann es hier abkürzen. Muss ich mich eigentlich auch nutzen, um über den drüber zu kommen. Oh. Nein. Ja, die Kante habe ich gut genutzt, oder? Na. Ah. Ich will unbedingt viel Schaden machen. Jetzt rennt er wieder weg. Okay, komm hier hoch und ich mach dich fertig. Und er ist weg. Ich mach das da immer besser, glaube ich. Obwohl ich ein bisschen mehr Schaden gekriegt, oder? Als vorhin. Oder kam ich das gar nicht mit voller Gesundheit hierher? Das kann doch auch sein. Aha, ich hab keine Powerbomben. Diese von Punkt zu Punkt schwingen, wenn ich das so machen kann. Das war gar schon gar nicht so einfach, Moment. Ja. Obwohl, einfach schräg. Okay. Hätten das auch mal geübt und gemacht. Und es ist mindestens ein Grund zu speichern. Jetzt geht's aber los mit Metroids jagen, also. Da ich schon erst eine Viertelstunde oder so gebraucht habe, um ihn zu finden, jetzt gleich zwei hintereinander. Ich muss dich rüberschwingen. Hier ist der nächste. Naja, ich muss dich nicht rüberschwingen, aber. Halt, da kann ich Raketen auffüllen. Das würde ich doch gern tun. Ich glaube zwar nicht, dass sie mir ausgehen, wenn ich gegen die nächsten kämpfe, aber... Sicher ist sicher. Gesundheit wäre ganz gut. Ach, ich hab's noch ausgerüstet. Upp. Das war gut. Ich wollte mal diesen Powerbeam ausprobieren. Krieg ich jetzt einfach kostenlose Gesundheit? Natürlich nicht. Wir scannen mal ein. Oh, mehr Gesundheit! Einfach wunderbar. Wieso ist das hier? Ja. Oh, hier ist so eine laute Gegend. Die sterben einfach, weil sie reinfliegen. Hui! Ja, kommt doch her! Ich habe es gesehen. Ich habe den normalen Beam. Moment. Ich verliere bloß meinen Anzeiger, aber krieg nichts.
Ich bin gerade verwirrt. Okay, ich hab's geschafft, endlich. Off-Ball. Ja, das war gut. Warte mal. Ja, wechselt automatisch Samus, wenn man drauf zielt. Nein, oh, zu langsam. Stirb einfach. Danke. Geht doch. Also ich muss sagen, dieser Parkour-Action hier ist irgendwie cool. Na. Es hat dir viel Gesundheit gekostet, aber ärgerlich ist es trotzdem. Ja, nur so einer. An dem Punkt könntest du einfach aufgeben. Okay, er macht mich fertig. Als ob ich die Kugel nicht getroffen habe. Und besiegt. Ich habe mehr Schaden bekommen als erwartet. Boah. Ich würde zu gern das Objekt da drüben haben. Kamikaze! Ah, es tut so weh. Oh mein Gott, es war so sinnlos. Ich habe unnötig viel Gesundheit verbraucht. Ich bin fast tot wegen der Scheiße. Hey. Wo kommst du her? Ich brauche Gesundheit. Am besten viel. Dauert die nochmal auf? Ah. Ich brauche einen neuen Anzug dafür. Vier. Oh nein. Wie soll ich das jetzt am besten machen mit dem Flammenwerfer da? Ja. Okay, das war gut. Ich glaube, da kann man sagen, was man will. Ich würde den schon noch mitnehmen wollen. Oh, die Jungs geben mir viel Gesundheit. Also dieser Kletterparcours ist schon cool. Das, ob es ein Metroid da drüben gab, ist natürlich ein bisschen. Ja. Ich hab mehr erwartet. Oh. Kommt runter! Ich habe viel Gesundheit zurückgewonnen, das ist gut. Da unten gab es ja nichts weiter, ne. Und volle Gesundheit. War es klug, da runter zu springen? Ich hoffe doch. Da geht's auf. Und es war eine Abkürzung. Naja.
Ich nenne es mal Abkürzung, das war eigentlich, glaube ich, länger. Okay, wir haben 4 Metroids. Ich würde gerne noch einen finden, ehrlich gesagt, nicht die Hälfte. Und dies war völlig vorbei. Ah, da komme ich schon raus. Okay. Dann wiederum ist ja ein Speicherpunkt. Und hey, ich habe eine halbe Stunde voll. Ich fürchte, wenn ich jetzt noch mehr mache, ja. Dann werde ich wieder ewig fertig und dieser Part geht sehr lange. Deswegen sag ich mal, bis zum nächsten Mal.